Wir leben und arbeiten in einem der letzten zusammenhängenden Gründerzeitviertel Deutschlands, der Elberfelder Nordstadt in Wuppertal. Wir machen Unternehmensberatung für kleine und mittlere Unternehmen und Existenzgründer. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Organisationsentwicklung im Non-Profit-Bereich. Soziale und wirtschaftliche Probleme im Quartier wurden immer unübersehbarer und führten zu einem negativen Trend in der Stadtentwicklung. In den öffentlichen Kassen fehlt das Geld, um dieser Tendenz effektiv entgegenzuwirken. Aus diesem Grund sind wir als Bürger und Bürgerinnen gefragt, die Initiative zu ergreifen und selbst Veränderungen anzugehen. Deshalb haben wir den Verein Unternehmer für die Nordstadt gegründet. Daraus entstand ein Netzwerk von Selbstständigen, Künstlern, Hausbesitzern und Bewohnern. Für die Stadt Wuppertal ein wichtiger Aspekt. Wuppertal ist eine Stadt, die durch ihre arbeitenden Menschen und die Unternehmer groß geworden ist. Deshalb bin ich dankbar für dieses Engagement, denn ohne dieses großartige Engagement wäre vieles nicht mehr möglich in dieser Stadt. Ein großes Problem war der zum Teil seit Jahren andauernde Leerstand von Ladenlokalen. Unser Interesse ist, eine alternative Nutzung der Ladenlokale zu ermöglichen. Also meine Partnerin und ich, wir sind Illustratorinnen. Wir machen Kinderbücher und arbeiten viel mit Kindern zusammen. Da, wo wir jetzt arbeiten, ist es sehr eng, es platzt aus allen Nähten. Wir möchten aber gerne in der Elberfelder Nordstadt bleiben und an zentraler Stelle ein größeres Ladenlokal anbieten. Ja, wir können da gleich mal hingehen zu dem Gemüsegeschäft am Otto-Böhne-Platz. Vielleicht haben wir Glück und können auch gleich von innen gucken. Ja. Dann hatten wir davon gehört, dass es hier in der Elberfelder Nordstadt so etwas wie eine Ladenlokalbörse gibt. Ins Leben gerufen von den Unternehmern für die Nordstadt und in eigenen Initiativen von den Ladenbesitzern, die natürlich froh sind, wenn sie was vermieten können. Deshalb haben wir uns an Gabi Schult und Thomas Weiland gewandt, weil die das koordinieren. Kann schon klappen. Ja, gut. Mit unserer Aktion Kunst statt Leere gelang es uns, auf den Leerstand aufmerksam zu machen und neue Nutzer für die Ladenlokale zu interessieren. Im alten Uhrmacherladen sind mittlerweile junge Architekten eingezogen. Wir haben ganz gezielt hier eine interessante städtische Situation gesucht und auch hier auf dem Ölberg gefunden und wurden bei der Einrichtung oder Herrichtung hier dieses Ladenlokals auch maßgeblich durch Orgberatung unterstützt. Wir glauben, dass wir mit unserer Beratungskompetenz für das Projekt einer integrierten Stadtteilentwicklung in der Elberfelder Nordstadt einen Beitrag leisten können. Wir wollen die positiven Aspekte des Stadtviertels wieder ins Bewusstsein rücken, das kulturelle Zusammenleben fördern und das Selbstbewusstsein und die Eigenverantwortung der Bewohner stärken. Mit dem ersten großen Ölbergfest gelang uns dieses Jahr ein besonderer Höhepunkt. Unser Viertel präsentierte sich als ein lebens- und liebenswerter Ort nach außen. Hier schlägt das Herz im Zentrum des Lebensalltags ihrer Bewohner.